Idealism prevails. Make the world a better place. Ein herzliches Grüß Gott bei den Kitchen Talks von IP. Heute bei mir ein Gast, den ich die Freude habe, sind schon 20 Jahre zu kennen. Der Historiker Niklas Berzi mit dem Spezialgebiet der Migrationsforschung und vor allem in Bezug auf die tschechisch-österreichische Geschichte. Und wir wollen das heute zum Anlass nehmen, um eine kleine Tour zu machen durch die Jubiläumsjahre, die hier anstehen im 18. Jahr im Verhältnis zur Tschechischen Republik. Niklas, servus. Hallo. Servus. Schön, dass du da bist. Wir haben ja beide eine persönliche Beziehung zu Tschechien, ja, oder Tschechia, wie es jetzt heißen sollte. Und wir haben früher darüber gesprochen, das Verhältnis Tschechien-Österreich ist ja nach wie vor ein nicht völlig friktionsfreies. Und wir haben uns gedacht, dass anhand dieses Verhältnisses könnten wir uns mal durch die Geschichte der letzten 100 plus Jahre arbeiten, schauen, wie sich's verändert hat, weil das schon meiner Meinung nach auch Rückschlüsse darüber zulässt, warum Europa nicht so gut funktioniert, wie es könnte. Es ist meine Theorie, weil die Nachbarn sich nicht gut genug kennen, würde ich sagen. Mhm. Noch zum Einstieg. Es ist mir erst letzte Woche wieder passiert, dass jemand bei uns zu Gast war in Slavonice und gesagt hat, ja, da in der Tschechei ist aber viel passiert. Ja, obwohl seit, glaube ich, 1992 Tschechien und die Slowakei nicht mehr zusammen sind. Ja, wie siehst du das Verhältnis Österreich-Tschechien so zum Einstieg momentan? Wie schaut das aus? Entspannt, eher nicht Verhältnis. Also die großen Themen sind vom Tisch sozusagen. Und man lebt so vor sich nebeneinander hin. Also ich sehe jetzt im Moment kein großes Verhältnis. Ne? Auf der politischen, diplomatischen Ebene spielt sich fast nichts ab. Auf der wirtschaftlichen Ebene läuft es sowieso wie am Schnürchen seit jeher. Auf der zwischenmenschlichen Ebene, glaube ich, hat sich nicht recht viel verändert in den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Also ich würde das als entspannt betrachten. Die Stereotypen, gibt es die noch? Also was waren so die Stereotypen? Du bist ja im Waldviertel auch aufgewachsen. Was war denn da so gegenüber der Grenze? Naja, das Stereotyp am Anfang war gar kein Stereotyp, weil am Anfang war Nichtwissen da. Also du weißt ja, ich bin ja direkt an der Staatsgrenze sozusagen aufgewachsen. Man hat ja nicht viel gesehen, im Prinzip gar nichts. Ne? Weil ja nichts war auch, ne? Außer grüne Wiese und Wald. Dann ist es natürlich losgegangen, nach der Grenzöffnung wieder zu wurlen und die alten Stereotypen aus der Zeit von Anno dazumal sind wieder sozusagen aufs Tapet gekommen. Ja, der falsche Bäm, der bämische Einkauf und so weiter, wir kennen das. Also das war dann eine Zeit lang wieder virulent, aber ich denke, das ist auch mittlerweile schon vom Tisch. Was ich einmal erlebt habe, damals ist einmal ein Bürgermeister zu mir gekommen und hat gesagt, wissen Sie, Herr Berzi, der Bäm ist falsch, solange er warm ist. Also das war dann sozusagen der Höhepunkt an Stereotypen. Ne? Ja, der Wohlstandschauvinismus ist dann noch dazugekommen, nach 90 kurzfristig. Ne? Also quasi man kann sich in Tschechien alles und jeden kaufen, war damals die gängige Ansicht. Jedes Stereotyp wird natürlich auch unterfüttert durch gewisse reale Substanzen, also es gibt kein Stereotyp, das jetzt komplett aus der Luft gegriffen wäre, ne? Sondern es hat schon auch immer Erfahrungshintergründe und Erfahrungshorizonte, die man an den anderen stellt oder vom anderen glaubt. Ne? Es kann durch Erfahrungen verstärkt werden, es kann aber durch Erfahrungen natürlich auch komplett aufgelöst werden, ein Stereotyp grundsätzlich. Ne? Du arbeitest ja an deiner Doktorarbeit in Prag. Mhm. Ne? Ich glaube, Spezialgebiet, warte mal, das ist die Exekutive in der Ersten Republik. Im Protektorat, in der Besatzungszeit. Ja. Und du kennst ja
als einer der wenigen, das muss hier erwähnt sein, sprechen, ich weiß nicht wie viele Mikroprozent oder Promille der Österreicher Tschechisch, du sprichst es. Und wie waren denn so die Stereotypen umgekehrt? So, wie war denn das, was hören wir nie? Was haben denn die Tschechen sozusagen über die Rakuschani? Naja, das weißt du wahrscheinlich auch, in Slavonic in den Wirtshäusern, dann das ist auch schon ziemlich deftig gewesen. Also schon mal das Rakuschak ist ein etwas pejorativer Ausdruck im Gegensatz zum Rakuschan, der Österreicher ist der Rakuschak, weiß ich jetzt nicht, kann man wahrscheinlich gar nicht übersetzen, ist ein etwas pejorativer Einschlag, also die Österreicher schon auch als das, die kommen da jetzt und fressen uns sozusagen das Essen vom Teller, um es mal ganz brutal zu sagen, ne? Brassazi und so weiter auch, ne? Rakuschi, Brassazi, also österreichische Schweine und so weiter, hat man dann durchaus auch in den Kneipp- und Wirtshäusern gehört, ne? Der Bevölkerung, der tschechischen Grenzbevölkerung. Ganz andere Ebene sind die Stereotypen oder die Vorurteile auf einer Ebene, die sich dann mehr in den Hauptstädten abspielten. Also da hat sich nach 1990, 1991 dann schnell wieder das Bild eingebildet vom Österreicher, der jetzt uns da quasi jetzt wieder was anschaffen will, wo dann einmal in einer tschechischen Zeitung Lidovinovin war es, kann mich gut erinnern, Karikatur, so quasi, wo der Kaiser Franz Josef runterpredigt, also sie sollen quasi Demmelin abschalten, ne? Und solche Geschichten. Also da arbeitet man stark auch wieder mit diesen Motiven aus der Monarchie, ist eigentlich seltsam, aber lässt sich vielleicht erklären dadurch, dass er 40 Jahre kaum Kontakt war, also kaum Zeit war, da neue Stereotypen zu entwickeln oder alte abzubauen. Ne? Also die waren quasi eingefroren und sind dann wieder aus der historischen Schublade herausgeholt worden in den frühen 90er Jahren. Damit hast du natürlich die geniale Brücke gelegt. Springen wir zurück in die Geschichte. Ich habe mir überlegt, man muss eigentlich mit 1848 anfangen, meiner Meinung nach. Wir sehen ja das alles und schlussendlich wollen wir zum Europaverhältnis hier kommen, anhand dieser zwei Nachbarn. Sag doch mal kurz für all die, die es vergessen haben, was macht denn 1848 so signifikant für die Österreicher, aber auch natürlich die Österreicher im Verhältnis zu ihren damaligen, wie sagt man, Untergebenen? Naja, weder noch Untergebene, alle waren Untergebene des Kaisers 1848, also alle waren Österreicher oder niemand, auch die Tschechen waren Österreicher. Ne? Es gab diese Teilung nicht, die es jetzt ist. Ne? Das Österreich von nach 1918 hat mit dem Österreich vor 1918 eigentlich relativ wenig zu tun, außer dem Namen, und den hat es ja wieder Wien nur angenommen, 1918, den Namen Österreich, sondern vor 1918 waren alle Österreicher. Also man kann im Prinzip nicht von einem Verhältnis zwischen Österreichern und Tschechen davor sprechen, sondern müsste sprechen zwischen deutschsprachigen Österreichern und tschechischsprachigen Österreichern, wenn man es ganz korrekt nimmt. Aber im Prinzip waren alle Untertanen seiner Majestät und haben ein unterschiedliches Verhältnis gehabt zum Herrscherhaus, und das Herrscherhaus hat ein unterschiedliches Verhältnis gehabt zu seinen Untertanen. Wobei vor 1848 dem Kaiser war es relativ wurscht, wer seine Untertanen sind, solange sie nur gehorsam und getreu waren und schön patriotisch. Also der Nationalismus ist ja eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, wie wir wissen. Und hat im Verhältnis vorher kaum eine Rolle gespielt. Ne? Also, aber das, man kann es fast nicht so sagen, dass man jetzt so simplifiziert, was war das Verhältnis zwischen Österreich und seinen Nachbarn und schon gar in seinen Untergebenen. Ne? Weil Österreich war damals das Haus Österreich und die Untergebenen, die Untertanen waren Untertanen dieses Haus Österreichs. Und das Haus Österreich war Herrscherhaus in allen diesen Königreichen und Ländern, wie es da schon schön geheißen hat, der Monarchie, der Habsburg-Monarchie. Und was ist passiert 1848? 1848 ist Folgendes passiert, dass in Wien zum Überraschen vieler eine bürgerliche Revolution ja bekanntlich ausgebrochen ist, 1848 im März, Zeit vormärz, vom Land, vom heutigen Niederösterreich, oder auch nicht mehr heutigen niederösterreichischen Landhaus. Da würde man sich vielleicht jetzt eine Revolution wünschen, aber das bitte schneiden dann. da müssen wir reden dann. Das ist auch noch nicht, das ist jetzt auch nicht mehr das Landhaus. Nein, vor dem Ständehaus, der niederösterreichischen Landstände, haben sich Bürger, Arbeiter und vor allem auch Studenten versammelt und haben einfach haben Rechte eingeklagt, auch für sich selber. Also als Individuen? Als Individuen, auch als Individuum letztendlich. Ja, weil wer war vorher der Staat? Der Staat war das Herrscherhaus und waren die Landstände. Aber es hat keine Bürger gegeben, keine Studenten und keine
Arbeiter in diesem Gefüge als politische Subjekte, als politische Subjekte, Subjekte des Handelns, der politischen Entscheidungen, war wirklich der Herrscher und die Landstände. Wobei die Landstände haben im Zug des Absolutismus ja sukzessive an Bedeutung verloren. Also was waren die Landstände? Landstände war der Adel und einige Städte, die gemeinsam mit dem Herrscher das Land regiert haben. Die also, ein bisschen Rechte gehabt haben. Sie haben vor allem ein Riesenrecht gehabt, die Landstände, das war das größte Recht, das war das Recht der Budgetgenehmigung. Das ist heute auch noch, glaube ich, das höchste Recht des Nationalrats, dass er das Budget der Regierung genehmigen muss. Und damals war es eben auch so, dass der Herrscher hat aushandeln müssen, gewisse Kompromisse mit den Adelshäusern und den Städten, damit die ihm das Budget genehmigen. Also wir haben eigentlich die Moderne, die soziale Moderne, hat begonnen und die hat sie versucht eben auch in der politischen Realität sozusagen umzusetzen, weil die Moderne hat schon mit der Industrialisierung angefangen, auch mit der Mechanisierung, also ich würde sagen Ende 18. Jahrhundert, aber hat in der Politik noch keine Entsprechung gefunden. Das heißt, es waren eigentlich Subjekte, die in der Politik keine Entsprechung gefunden haben, die durchaus schon wirtschaftliche und intellektuelle Macht gehabt haben. Aber das hat sie in der Politik eben noch nicht umgesetzt. Das war ein klassischer Modernisierungsschritt, war eigentlich noch nicht vollzogen und den haben wir eingefordert 1848. Gut, und das hat natürlich dann Auswirkungen gehabt auf diese Völker oder Stämme. Genau, weil man zuerst die Moderne, heute wird oft Demokratie und Nation als Gegensatz gesehen, damals war es eigentlich ein Synonym fast. Ja, also die Demokratie war nur über die Nation sozusagen erreichbar. Aber die Sprache ist sehr wichtig geworden. Warum? Weil wenn der Bauer seinem Sohn einlernt sozusagen oder der Müllersgesellen einlernt, hat er keine Schule gebraucht, sondern der hat einfach Learning by Doing gemacht. Der hat am Hof gelernt oder in der Handwerksstube. Mit der allgemeinen Schulpflicht ist dann die abstrakte Sprache wichtig geworden. Ne? Also die Sprache war vorher Geheimwissenschaft vom Adel, Klerus und Kirche und Klöstern. Außer bei den Protestanten, aber die sind ja sowieso unterdrückt worden oder vertrieben worden, ausgesiedelt worden. Bei uns unter dem Kaiser. Bei uns unter dem Kaiser, unter den Habsburger Herrschern. Und auf einmal wird die Sprache was Wichtiges für jeden. Für jeden wird es wichtig, Sprache zu lernen, weil er zum ersten Mal auch vielleicht was anderes lernen kann als sein Vater. Bauer kann nicht nur mehr Bauer sein, sondern er kann auch in die Fabrik gehen oder muss in die Fabrik gehen. Es war ja nicht so lustig damals. Also lustiger war sicher ein Bauersmann zu sein, als da 12 Stunden an der Werkbank zu arbeiten. Also den 12-Stunden-Tag. Mindestens der 12-Stunden-Tag wäre damals wahrscheinlich sogar ein sozialer Fortschritt gewesen. Ne? Damals waren 16-Stunden-Tage üblich Kinder, in der Frühzeit Kinder haben und Kinderarbeit, sozusagen in der Frühzeit der Industrialisierung und dieser Mechanisierung. Ne? Also die Sprache ist wichtig geworden für den Einzelnen und damit natürlich ist man sich auch gewusst geworden, dass man einer Gemeinschaft von Gleichsprachigen angehört. Ne? Und da, so kommt die Idee der Nation hier auch rein in die Modernisierung. Also Modernisierung und Nation sind ganz zentrale Connexe und keinesfalls ein Gegensatz, wie es heute oft in der Publizistik dargestellt wird. Lass mich dann kurz dabei bleiben. Das heißt, die Tschechen haben dann sozusagen erkannt, dass sie Tschechen, dass sie Böhmen sind, weil sie sich miteinander unterhalten haben können. Ein kleines Sidestep der Sprache. Ich habe gehört oder gelesen, dass ja das Tschechische, dieses spezielle und sehr, sehr komplexe slawische Sprache schon fast ausgestorben war in der Mitte des 19. Jahrhunderts und das eben 1848 dann auch dazu geführt hat, dass Literatur neue Medien, die Entstehung der Medien, sag doch mal was dazu. Ne? Aber das, genau, also zuerst vielleicht nochmal zum Tschechisch, zum Ausgespräch. Ja, das ist ein bisschen ein Mythos der tschechischen Nationalbewegung, dass unter den bösen Habsburgern das Tschechische verschwunden gewesen wäre. Noch blöder wäre es gewesen, wenn die, nicht die Habsburger, sondern damals der protestantische Winterkönig, der Friedrich von der Pfalz, gewonnen hätte, die berühmte Schlacht am Weißen Berg 1620. Jetzt haben wir aber vielleicht schon zu viel Zeit. Aber es ist wichtig. Weil dann wahrscheinlich komplett germanisiert Deutsch, worden wäre, deutsch geworden wäre. Habsburg hat eher, dem war das eher wurscht, was seine Untertanen sprechen, solange sie brav katholisch sind, in die Messe gehen und für den Kaiser in den Krieg ziehen, jetzt einmal überspitzt gesagt. Aber das Tschechische hat durchaus Relevanz gehabt, auch in der Kirche. Also dem Klerus ist es letztendlich auch egal, was seine Schäflein sprechen. Man hat natürlich Tschechisch gepredigt, weil sonst hätte der tschechische Landmann da einfach nicht verstanden. Wo es ausgestorben ist oder wo es nämlich zurückgedrängt war, war im Prinzip in den intellektuellen Schichten, also auf den Unis und so weiter, hat man kaum mehr Tschechisch gesprochen. Und da kommen jetzt die Erwecker, die sozusagen die Spracherwecker, Dobrowski und so weiter,
und schöpfen jetzt eine Schriftsprache, verschriftlichen das Tschechische neu sozusagen. Aber alle haben jetzt etwas gemeinsam, also die Ungarn geht das ja auch an und das geht ja alle im Prinzip ist der Nationalismus eine übernationale Bewegung des 19. Jahrhunderts, einer der wenigen übernationalen erfolgreichen Bewegungen, die es gegeben hat in der Geschichte. Und wir ringen jetzt nach wie vor mit ihm. In Restbeständen, ja. Und lass uns doch mal auf die Medien schauen. Ja. Weil das finde ich eine fantastische, das ist eigentlich viel spannender in vieler Hinsicht, das wissen die wenigsten Leute, dass es so etwas, was wir heute in Medienlandschaft haben, überhaupt nicht gegeben. Hat es natürlich nicht gegeben. Medium war damals der Pfarrer, der von der Kanzel gepredigt hat und vielleicht noch ein paar Bücher, aber es hat ja nicht einmal die Bibel gegeben in den Haushalten, sondern nur die Gebetsbücher. Ne? Mit dieser Modernisierung kommen eben dann auch die ersten Zeitungen in die Häuser. Die Zeitungen werden natürlich auf Tschechisch geschrieben. Aha, man sieht wieder, man gehört irgendwie einer Gemeinschaft an, die eine gleiche Sprache hat, die was Gemeinsames hat und so weiter und so fort. Ne? Aber auch die Medien, überhaupt auch im Deutschen, also grundsätzlich die Medien, in jeder Sprache explodiert das, ich meine, auf niedrigstem Niveau natürlich nicht mit heute zu vergleichen. Ganz wichtig auch die Eisenbahn. Ne? Eisenbahn hat sicher mehr zur deutschen Einigung beigetragen als irgendwelche Einigungskriege. Ne? Also die Leute, man wächst zusammen sozusagen. Es wächst zusammen, was scheinbar zusammengehört und auch real zusammengehört. Ne? Es wird eine aus der vorgestellten Gemeinschaft, der Gleichsprachigen wird auch zum Teil eine reale Gemeinschaft. Ne? Und dann hat es ja nicht so lange, also in Jahren für ein Menschenleben doch noch relativ lange, 70 Jahre oder so. Ja. Und dann haben wir ja, dann hat es gekracht. Ne? Also irgendwie gekracht, scheint diese Bewegung war nicht mehr zu integrieren. Vielleicht ganz interessant jetzt noch, weil du gesagt hast, Sprache, Medien, ein ganz wesentliches Anliegen der tschechischen Sprachreformer des späten 18. Jahrhunderts, Dobrovsky und so weiter, war die Entdeutschung der Sprache. Das Tschechische ist ja heute noch, das Kuchelbämisch, um es einmal so zu sagen, ist ja noch sehr mit deutschen Ausdrücken, auch jüdischen Ausdrücken oder also jüdischen Jiddisch, Deutsch. Sozusagen durch Bremen natürlich, ne? Also multiethnisches Land war Böhmen und Mähren. Und da kommen jetzt die und versuchen sich zu entdeutschen und versuchen neue Begriffe, zum Beispiel Divadlo für Theater, vorher war es natürlich das Debatte, jetzt sagt man Divadlo, Divadzenan jetzt, ne? Also man schaut auf was, erfinden das Wort Divadlo. Aus dem Griechischen eigentlich, ne? Fällt mir eigentlich jetzt so ein und übernehmen auch Wörter aus dem Russischen, also aus dem Slawischen. Ne? Also man hat auch die Sprache zu purifizieren begonnen, das Tschechische, ne? Im Zuge dieser nationalen Bewegung. Und diese ganze Purifizierung bei allen Stämmen hat dazu geführt, dass das Reich sozusagen geschwächt war, doch, muss man sagen. Die Idee, dass alles gemeinsam unterm Kaiser ist ein bisschen weich in den Knien geworden und dann hat es gekracht. Wir machen jetzt einen massiven Sprung. Ja. Wir springen das 1918, jetzt sind wir wirklich bei diesen Jubiläen. Mhm. Und 1918, wenn auch in dem Narrativ, das man mitbekommen hat, vor allem in mehr deutschnationalen Haushalten in Österreich, hat es die Böhmen eine ganz wichtige Rolle gespielt haben daran, dass Österreich auseinandergeflogen ist. Ist da was dran? Oder? Also nicht, dass ich sie jetzt sozusagen nachträglich noch... Die Habsburg-Monarchie hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert bis 1914. Also diese ganzen Klischees vom Völkerkerker, das kann man alles mehr oder weniger vergessen. Es war... Wenn man sagt, 14 Sprachgruppen in einem Staat, ist das eine erstaunliche Leistung, dass es so lange eigentlich gut gegangen ist. Und es war wirklich sehr austariert, sehr fein austariert, bis hin ins kleinste Dorf mit dem Minderheitenrecht. Es hat eigentlich keine Minderheiten gegeben in Österreich. Nach dem Staatsgrundgesetz von 1867 war jeder Staatsbürger jedes Volksstammes gleichberechtigt. Es gab in Österreich keine Minderheiten, wie später in den Nationalstaaten. Was anders ist die ungarische Reichshälfte. Ungarn wurde schon langsam zu einem Nationalstaat, wo die ungarische Sprachgruppe sie immer mehr mit der ungarischen, mit dem ungarischen Territorium in Übereinstimmung zu bringen versucht hat. Aber in Österreich wurde es sehr fein austariert. Jede Einzelperson hat seine nationalen Rechte auch einklagen können. Es war ja damals diese Lähmung auch nicht, weil es so diktatorisch war, sondern im Gegenteil, weil es sehr demokratisch war, war das Staatsgefüge schon sehr gelähmt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, weil es so lange gedauert hat, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil jeder hat mitreden können. Ja, weil jeder hat mitreden können, man hat interpellieren können. Wenn man sich das anschaut, die Akten im Wiener Staatsarchiv sind voll von Interpellationen von irgendwelchen Abgeordneten, die in, was weiß ich, in Český irgendwas oder... Da drei Tschechen können nicht ihre Schule besuchen und setzen da
den ganzen Staatsapparat damit sozusagen lahmen, um es jetzt überspitzt zu sagen. Und diese Geschichten waren eigentlich sehr fein austariert. Was Österreich letztendlich das Knack gebrochen hat, um es überspitzt zu sagen, war der verlorene Krieg vor allem. Also der Krieg war ein gigantisches Missmanagement der Habsburger mit ihren angeschlossenen Generalstab und Armeeleuten. Also die Niederlage, die Misswirtschaft im Hinterland, die Hungerkatastrophen, die sich ausgebreitet haben, muss ich vorstellen, im 17, 18 war Hungerwinter in Wien, die Leute sind wirklich verhungert, vor allem die kleinen Kinder natürlich und die Alten. Das hat natürlich für Unmut gesorgt. Und dann sind natürlich virulent geworden die verschiedenen Rivalitäten zwischen den Grauenländern. Also immer, wenn es Probleme gibt, der ist schuld, die Ungarn liefern kein Getreide mehr, was teilweise gestimmt hat. Die haben natürlich gesagt, unser Getreide für unsere Leute. Haben die Auslieferung in die österreichische Reichshälfte verhindert. Ungarn war immer die Kornkammer der Monarchie. Das heißt, wir haben da eine Hungersnot erlebt, wie noch nie zuvor im Ersten Weltkrieg. Übrigens im Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Da hat man wirklich aus der Geschichte gelernt. Also die Nationalsozialisten haben sehr darauf geschaut, mit welchen Mitteln, wissen wir, dass die Lebensmittelversorgung funktioniert halbwegs. Ne? Weil man weiß, wenn der Mensch nichts mehr zum Essen hat, wird er neigt er zu Unmut. Ne? Und natürlich haben das die nationalistischen Politiker aller Couleurs und aller Nationen dazu benutzt, den anderen und alle gemeinsam das Herrschaus verantwortlich zu machen. Also man hat sich die Schuld gegenseitig hin und her geschoben. Also die bösen Ungarn haben nichts geliefert, die bösen Tschechen rennen über sozusagen, sind Überläufer, was ja heute auch schon mehr oder weniger als Mythos enttarnt wurde, in großen Teilen dieser massive Überlauf zu den russischen Armeen. Die bösen Deutschen wollen uns sowieso jetzt entrechten, verknechten. Und was auch ganz fatal war in der Monarchie, war, dass man dann im Ersten Weltkrieg gewisse Teile der slawischen Nationalität unter Generalverdacht gestellt hat. In Böhmen hat man mehr oder weniger schon 1914, 15, obwohl die Einrückungen komplett funktioniert haben, so wie in den Alpenländern, so wie im deutschsprachigen Teil, hat man eine Art Militärdiktatur errichtet und hat die slawische, die tschechische Bevölkerung, die polnische Bevölkerung, die ukrainische Bevölkerung unter Generalverdacht der Slavophilie, des Überlaufens zu den Serben, zu den Russen gestellt, was natürlich noch für viel böseres Blut gesorgt hat. Das heißt, der Erste Weltkrieg war sozusagen der Todesstoß für die Monarchie und weniger jetzt die Nationalitätenkonflikte des 19. Jahrhunderts, die sich auf einer eher intellektuellen Ebene abgespielt haben. Also Bekrieg, wie Josef Roth ja so schön schreibt, ne, haben sie ja nicht die Bauern und Handelsleute, sondern haben sie die Hofräte und die Schuldirektoren untereinander, haben sie die Schädel eingeschlagen, zuerst einmal nur symbolisch, dann richtig, aber nicht jetzt sozusagen das einfache Volk, das ja ganz andere Sorgen gehabt hat. Ne? Da geht es ums Überleben, die haben gar keine Zeit gehabt, dass der Nationalismus so breiten Raum. Das klingt irgendwie klingt das wie Nachrichten heute, wenn ich das zuhöre. Könnte ähnlich, natürlich. Wir kommen dort wahrscheinlich schon hin. Aber jetzt war dann 1918 gegessen sozusagen. Es war gegessen, es war absolut aus. Sogar die katholischen Bauern und die christlich-sozialen in Tirol und in den Alpenländern haben den Herrscher aus die Treue aufgekündigt. Also da war nichts mehr zum Holen. Ne? Und dann plötzlich haben wir das, was wir fast schon das moderne Europa nennen können, gut, das hat sich dann verschoben und so, aber der Rest war Österreich und im Norden eben die Tschechoslowakei. Also die Tschechoslowaken zusammen. Das war für mich sehr interessant zu lernen, dass es denen, diesem neuen Staatsgebilde an sich wirtschaftlich sehr gut gegangen ist. Das war ja eine der höchstentwickelten industriellen Nationen sehr schnell. Und dass das auch dann so zu Unmut in den Österreichern geführt hat, weil denen ist es ja nicht so gut gegangen. Das ist ein bisschen so diese, was war da los? Oder wie ist den Österreichern auch gegangen, die noch der deutschen Sprache und dem, was übrig war von Habsburg in Tschechoslowakei? Ja, die Tschechoslowakei, vor allem die böhmischen, weniger die Slowakei. Die Slowakei war ein klassisches Agrargebiet, die waren sehr unterentwickelt und von der Podkarpatska Rus gar nicht zu reden. Ne? Die ungarischen Landesteile, die dann
vereinigt worden, ne, mit den Böhmischen zu diesem Staatschechoslowakei. Aber die böhmischen Landesteile waren in der Monarchie schon die höchstentwickelsten. Neben Wien und Niederösterreich, Niederösterreich-Wien ja damals zusammen, also schwer zu trennen, haben sie die höchste Steuerleistung aufgebracht pro Kopf, den höchsten Industrialisierungsgrad und den niedrigsten Analphabetengrad. Also wir haben da komplett Alphabetisierung eigentlich gehabt, bereits schon 1900. Ich glaube, es hat 99% des Schreibens und Lesens mächtige Personen gegeben. Und zwar bei beiden Ethnien. Also Böhmen war ja zweisprachig, wie du weißt. Also ein Drittel Deutsch, zwei Drittel Tschechisch, aber die haben sich da auch einen Bildungswettlauf. Also Nationalismus hat ja auch was Positives irgendwo. Das sieht man beim Fußball, ne, heute. Ne? Also es spornt zur Höchstleistung an. Ne? Und dieser Konkurrenz da in Böhmen hat auch natürlich zur Höchstleistung auf gewissen Sektoren angespornt, eben im Bildungseifer und so weiter und so fort. Ne? Das ist ein Erbe der Monarchie, dass der Tschechoslowakei dann relativ gut gegangen ist, allerdings auch nur bis zur Weltwirtschaftskrise, die jetzt dann auch mit voller Wucht getroffen. Österreich war damals am Sand, am Boden war das Griechenland Europas, durchaus vergleichbar. Wir haben einen Völkerbund-Hochkommissar hier gehabt, einen Holländer. Und wollte sich auch an Deutschland wenden, aber das kann man nicht. Wollte sich an Deutschland wenden, aus ideologischen und aus pragmatischen Überlegungen heraus. Der Völkerbundkommissar hat gewacht in Österreich über die Einhaltung des Budgets. Entschuldige, Völkerbund vor UN, nur damit Völkerbund, das klar ist, für die, die es vergessen haben. Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf, Erfindung von Woodrow Wilson, vom amerikanischen Präsidenten quasi, um den Frieden zu sichern nach dem Ersten Weltkrieg, nie wieder Krieg. Und dieser Völkerbund hat Österreich unter seine Kuradel genommen, so wie die EU-Troika vor 3 Jahren Griechenland. Also Österreich hat sich hilfesuchend an Genf gewandt. Bundeskanzler Seipel hat damals eine Völkerbund-Anleihe erwirkt. Das heißt, man hat Geld bekommen, aber nur gegen Auflagen. Also das erinnert uns an was, ne? Gegen sehr strenge Auflagen, eben eine strikte Budgethoheit und dann vor allem auch Abbau des Beamtensektors. Der Beamtensektor in Österreich war sehr überproportional, der war ausgerichtet auf 70 Millionen und dann haben wir 7 gehabt. Also eine extreme Schrumpfung des Beamtensektors war es verordnet und Zeipel hat das durchgezogen. Und dadurch sind wir dann auch letztendlich in den Bürgerkrieg hineingeschlittert. Ja, aber die waren nicht glücklich, ne? Also all die ehemaligen Beamten. Natürlich, die entlassenen Beamten sind 1:1, also das ist jetzt alles sehr überzeichnet. Ja, okay. Nicht überzeichnet, aber sehr simplifiziert, überzeichnet nicht. Die Beamten sind dann quasi zum Stammklientel der Nationalsozialisten geworden, die auf der Straße gestanden sind. Erstens haben sie mal ihre sozialen Prestige verloren, schon nach dem Krieg. Ne? Kaisersbeamte jetzt, Hofert. Okay, Hofert, der Titel ist ihm geblieben. Ohne Hof. Es hat keinen Hof mehr gegeben und vor allem hat es auch kein Gehalt mehr gegeben, wenn man sich das anschaut. Es war dramatisch nach dem Ersten Weltkrieg, die Situation. Ne? Für die städtische Bevölkerung, für die städtische Mittelschicht. Das war ein klassischer Verarmungsprozess. Also die Hungersnöte haben nicht, die hat sich nicht aufgehört. Nicht aufgehört, ne? Im Gegenteil, die sind stärker geworden. 1918, 19 haben wir wieder einen Hungerwinter gehabt. Wir haben die spanische Grippe hier gehabt. Die ein paar Millionen gefordert hat. Ja. Also Überleben war damals wirklich eine Glückssache in den Städten. Wer hat profitiert? Profitiert haben die Bauern davon. Die Leute sind aufs Land gezogen, haben dort ihre Juwelen verkauft für einen Sack Erdäpfel. Wenn man sich das durchlässt, die Ortschroniken. Also die Bauern sind da ziemlich reich geworden. Übrigens auch teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das gleich wieder abgespielt. Das Hamstern hat es wohl schon auch im Ersten Weltkrieg gegeben. Auch unter der EU nicht so schlecht gegangen. Wir wollen nichts gegen die Bauern. Die Leute haben angebaut. Es gibt eh die schönen Bilder, ne, wo in Wien im Volksgarten am Heldenplatz, wo Gemüsebeete, Erdäpfel anbaut werden, wo die Leute im Wienerwald Holz hacken gehen. Also die Situation war katastrophal. Und das war Zwischenkriegszeit? Das war 1918, 1920. Ja. Ne? Erst Zeipel, dann durch diese Völkerbundanleihe ist das Werkeln. Durch die Schilling-Umstellung ist das Werk wieder halbwegs ins Lauf gekommen, natürlich unter Bedingungen. Eine Bedingung war auch eine politische Bedingung, das Anschlussverbot an Deutschland. Also diese Völkerbundanleihe hat bewirkt, das Anschlussverbot aus dem Staatsvertrag von Saint-Germain ist verlängert worden. Das heißt, man hat das schon gesehen, was sich da anbahnt. Dann die zweite große Anleihe war eigentlich 1932, hat dann Dollfuss in Genf erwirkt, die Lausanne Anleihe erwirkt. Ne? Noch einmal eine große Völkerbundanleihe und wieder verbunden mit einem 10-jährigen Anschlussverbot, was in den
Hass der Deutschnationalen, der Nazis und auch der Sozialdemokraten eingetragen hat. Und das ist ja nicht ausgegangen. Das ist ja nicht ausgegangen. 10 Jahre hat das nicht gehalten. Das hat nicht 10 Jahre gehalten, aber es war intentiert. Also man hat gesehen, diese ganzen Völkerbundanleihen waren alle mit extremen Bedingungen. Und wie gesagt, wir haben da einen Hochkommissar gehabt, einen Holländer, der sehr strikt auf die Einhaltung der Budgetdisziplin geschaut hat und auf den Stellenabbau, vor allem in der Beamtenschaft. Jetzt sind wir schon mitten in den 30er-Jahren. Jetzt sind wir mitten in den 30er-Jahren. Und unlängst erst hat mir ein Bekannter in Prag etwas gezeigt, was ich unwahrscheinlich toll gefunden habe, nämlich wie viele deutschsprachige Zeitungen es noch gegeben hat in der Zwischenkriegszeit in Prag. Und vor allem auch, dass die ersten Emigrationswellen der Leute, die nicht froh waren, darüber, wie sich Österreich deutsch-national entwickelt, in Richtung Prag losgegangen sind. Und dass sich sozusagen das, wie sage ich das unproblematisch, sozusagen das positive, schöne, moderne, progressive Österreich noch in Prag und Umgebung erhalten hat. Ist das richtig? Es ist natürlich so, dass im Unterschied zu Österreich, wie gesagt, Österreich, Armenhaus Europas, Tschechoslowakei, Siegerstaat des Ersten Weltkriegs. Das ist schon der zentrale Unterschied. Österreich, Verliererstaat, Tschechoslowakei, obwohl sie in der gleichen Armee gekämpft haben, 90% der Tschechen und Slowaken wie die deutschsprachigen Österreicher gelten auf einmal als Sieger. Wir sind das Liebkind der Franzosen. Entschuldigung, hat eine starke Bindung eingegangen. Masaryk, Benesch, die führenden Staatsleute mit Frankreich. Frankreich hat das als Bollwerk betrachtet gegen Deutschland, Tschechoslowakei und Polen. Deswegen gibt es auch die Bunker, ne? Genau. Ja, und Prag wird zur Hauptstadt. Prag war vorher Hauptstadt eines Bundeslandes, wenn man es in heutigen Kategorien denkt, und wird dann zur Hauptstadt eines prosperierenden Staates. Und Prag wird ausgebaut. Wenn man sich die Bauten anschaut in Prag, die Stadt Prag anschaut, die 30er-Bauten, sind ganze Viertel entstanden. Dewitze. Also Kubismus. Klassischen Funktionalismus, ja. Kubismus. Also das Wasserwerk. Was in Wien die Gemeindebauten waren, war partiell. Aber Wien war schon groß. Ne? Wien war eigentlich zu groß dann. Ne? Prag war zu klein, Prag ist explodiert und auch künstlerisch natürlich. Überall, wo Boom ist, zieht das die Künstler an. Nur heute ziehen die Künstler nicht Boom-Regionen. Sie nicht Boom-Regionen. Aber damals hat natürlich das Prager irrsinnige Sogwirkung gehabt auf die deutschsprachige Intelligenz. Ja, natürlich, Prag war auch nach wie vor eine zumindest in Ansätzen deutschsprachige Stadt. Wir haben die deutsche Uni noch dort gehabt. Ne? Gymnasien gab es Deutsche. Wir haben Gymnasien gehabt in Prag. Und wir haben natürlich 3 Millionen Deutsche nach wie vor in Böhmen gehabt, die sogenannten Sudetendeutschen, ne, in Böhmen und Mähren. Ne? Ja, die auch dann, nicht verschwunden ja, sind na, von gut, der Bildfläche. Dann greifen wir dorthin. Ne? Wir können ja das ganze Thema. Die genauso in der Tschechoslowakei gelebt haben wie die Tschechen und Slowaken. Also es gab ca. 6 Millionen Tschechen, 2 Millionen Slowaken und 3 Millionen Deutsche. Ne? Das waren die 3 Hauptvölkerschaften dieser Tschechoslowakei. Leider haben die Deutschen halt keine adäquate Vertretung gehabt, im Staatsnamen schon allein nicht. Ne? Die Tschechoslowakei hat sich als tschechoslowakischer Nationalstaat verstanden. Ne? Und damit Deutsche waren die Minderheit, ne, waren eine Minderheit. Ne. Und jetzt haben wir plötzlich eine Minderheit. Jetzt haben wir eine Minderheit. Es beginnt sich der Kreis zu schließen. Du arbeitest ja fürs Zentrum für Migrationsforschung auch. Unter anderem hast du auch fürs Boltzmann-Institut gearbeitet und so weiter fort. Aber im Moment fürs Zentrum für Migrationsforschung. Lass uns doch ein bisschen dorthin schauen, weil auch vielleicht ist da die eine oder andere Lehre auch für die Gegenwart zu finden. Es waren 2,3 oder 2,6 Millionen Deutschsprachige. Über drei. Und dann Sudetendeutsche waren ja eigentlich nur die, die oben an der deutschen Grenze waren, weil die bei uns, sage ich mal, also wir haben ja da genug auch geforscht, du vor allem, waren ja dann Südmeerer, also das waren ja auch dann wieder unterschiedliche Volksstämme. Der Begriff Sudetendeutsche hat ja eigentlich ohne Tschechoslowakei jetzt keinen Sudetendeutschen gegeben. Ne? Die Sudetendeutsche, das Bewusstsein einer Einheit ist nur entstanden, weil sie Minderheit waren in dem tschechoslowakischen Staat. Natürlich waren das verschiedenste Dialekte. Also das hat sie zusammengeschweißt. Das hat sie eigentlich zusammengeschweißt, ja, der Kampf sozusagen oder die Frontstellung, ne? Die nationale Frontstellung gegen den tschechoslowakischen Staat, die ja auch nicht immer so ausgeprägt war. Wir haben ja dann in der Erholungsphase, nachdem die ersten Viren, Nachkriegsviren abgeklungen sind, haben wir ja dann deutsche Minister gehabt, auch in den Prager Zentralregierungen. Wir haben natürlich deutsche Parteien gehabt im Parlament. Die Deutschen hatten sehr gute Minderheitenrechte. Musste auch die Tschechoslowakei zusagen in Saint-Germain, ne, diese Minderheitenrechte. Also man die waren international vertraglich abgesichert auch. Ne?
Aber man kann im Grunde nicht sagen, dass die deutsche Minderheit, aber ein Drittel der Bevölkerung ist ja eine große Minderheit, dass sie an sich unterdrückt wurde. Nein, kann man nicht sagen. Sie sind nicht unterdrückt worden, aber sie waren eben auch nicht Teil der privilegierten, sozusagen der symbolisch und auch teilweise materiell privilegierten Staatsnation. Ne? Also auf ihren politischen und individuellen Rechten sind sie sicher nicht unterdrückt worden. Aber sie waren halt nicht, sie waren irgendwie Bürger zweiter Klasse, ne? Wenn man sich das so... Und man hat sich noch einmal, gut daran erinnert, wie es war unter dem Kaiser. Ne? Also ich glaub, immer wieder halt so kleine Nadelstiche natürlich. Ja. Und, aber diese Situation dieser Minderheit, und auf das möchte ich ein bisschen hinaus, die hat sich ja dann dramatisch auf die Weltgeschichte aus. Natürlich, weil Hitler die Minderheiten instrumentalisiert. Als Einfallstor in diese Friedensordnung von Saint-Germain. Er hat die deutschen Minderheiten instrumentalisiert, um Krawall zu schlagen in den Staaten und ihm ein Einfallstor zu eröffnen. In Österreich hat er die illegalen Nazis instrumentalisiert. Hat er das Gleiche gemacht mit sozusagen der sich als besonders deutsch fühlenden Minderheit der Österreicher in der Tschechoslowakei, hat er das mit den Sudetendeutschen gemacht, in Jugoslawien hat er das mit den Banaterdeutschen gemacht. Das Spiel war immer gleich. Ne? Und es hat funktioniert? Hat funktioniert, ja. Er kam ja dann, das ist ja auch eine Geschichte, die selten erzählt wird, ja, weil man in Österreich natürlich ein bisschen sensibel ist im Umgang mit dieser Geschichte, aber er war ja dann auch in Slavonice zum Beispiel, also er ist ja auf dem Weg von Passau, also Deutschland, dann auf dem Weg nach Wien auf dem Heldenplatz, sozusagen, soweit ich das mitgekriegt habe, hat er einen kleinen, wie sagt man, einen Ausflug gemacht. Ja, das war ein halbes Jahr später nach der Besetzung eben der Sudetengebiete, wo er die besichtigt hat, ne, wo er unter anderem auch in Slabings war am 26. Oktober, hat eine Tour, interessanterweise jetzt unser Nationalfeiertag, eine Tour durch Südmähren unternommen, wo er von Slabings gefahren ist nach Znaim, in Weidhofen an der Tei, in unserem schönen Waldviertelstädtchen, ist er nicht stehen geblieben, war in Slabing schon, das heißt... Wir sind ein Teil der Weltgeschichte. Wir sind ein Teil der Weltgeschichte geworden. Aber jetzt Spaß ohne, nicht? Also da stehen ja 20.000 Bunker an der Grenze. Ja, ja. Die haben damals, soweit ich weiß, die Franzosen, die Engländer, also das hat man gebaut, damit die Deutschen eben nicht kommen. Die Tschechoslowaken sind 2 Wochen, glaube ich, drin gesessen in den Bunkern, bereit, Hitler abzuwehren. Was ist passiert? Also es hätte der Krieg, ich möchte nur sagen, der Krieg, all dieses ganze wahnsinnige Ding und dieses Aufhetzen der Minderheiten, das hätte an sich dort beendet werden können, an der österreichischen, tschechischen Grenze heute. Damals schon reichsdeutschen, tschechischen Grenze, weil Österreich war ja schon Bestandteil des Deutschen Reiches und die Bunkerlinie zu Österreich ist eben mit großer Verspätung begonnen worden. Man hat Anfang der 30er begonnen, also wie Hitler an die Macht gekommen ist, 1933, aber 1934 mit dem Bau dieser riesigen Bunkeranlagen begonnen, jetzt einmal an der tschechoslowakischen deutschen Grenze. Und erst 1937 hat man dann begonnen, auch sozusagen die Südseite abzusichern mit Bunkeranlagen. Aber das ist nicht mehr fertig geworden. Wobei, man muss sagen, diese Bunkeranlagen waren teilweise waren angelehnt an die französische Maschinot-Linie. Man hat ja dann gesehen beim Frankreich-Feldzug, dass das eigentlich alles schon ein überholtes Konzept war. Konzept aus dem Ersten Weltkrieg, Konzept des Stellungskrieges. Weil man nicht gerechnet hat mit der starken Offensivkraft der deutschen Panzerwaffe. Aber das hat man völlig unterschätzt. Ne? Aber über das Symbolische und über das Technische hinaus, hätte man es bemannt, hätte man versucht, sich zu verteidigen, wäre die Geschichte anders gegangen. Es war bemannt, es hat die Mobilmachung gegeben, die erste im Mai 1938 schon und dann die zweite im September 1938, wo eben, wie du sagst, die Soldaten in ihre Bunker eingerückt sind. Die Bunker waren ja alle im sudetendeutschen Gebiet, interessanterweise. Natürlich, ne, weil dort haben die Deutschen gelebt, an den Grenzen zu Deutschland und Österreich. Ne. Und viele Deutsche sind ja dann geflohen. Tschechen sind in Bunker eingerückt, Deutschen sind geflohen nach Österreich, damals schon Ostmark und nach Deutschland, haben sich zum sudetendeutschen Freikorps zusammengeschlossen und haben dann Angriffe unternommen. Sie haben umgedreht und sind sozusagen mit der Waffe in der Hand. Gegen die tschechischen Zollhäuser und gegen die Bunkeranlagen teilweise auch. Ne? Aber das wäre natürlich... Also ist so ein Kleinkrieg sozusagen gekommen, so ähnlich wie im Gazastreifen, ne? Wenn man es vergleichen will. Ne? Man hat versucht eben da irgendwo Unruhen zu schaffen und dann zu sagen, so Hitler macht... Eine Provokation. Eine Provokation, genau, um da Gegenschläge auch zu veranlassen. Klingt auch irgendwie vertraut. Also es war alles sehr, sehr, sehr durchdacht, das Ganze. Ne? Aber es hätte nicht geklappt, hätte es nicht diesen Betrug Großbritanniens gegeben? Oder wie ist das? Ist das ein Mythos?
haben uns die nicht nur mit dem Brexit, sondern schon damals in die... Naja, die Tschechen sind natürlich fallen gelassen worden von ihrem Verbündeten, genauso wie Österreich 38 von Italien fallen gelassen worden ist, sind auch die, ist auch die Tschechoslowakei fallen gelassen worden von ihren Signatarmächten, ihren Garantiemächten, vor allem Frankreich und Großbritannien, haben gesagt, na, für die... Die Politik war damals die, dass man gesagt hat, das sind Deutsche, die Österreicher sind Deutsche, die Südländer sind Deutsche, wollen nach Deutschland, warum sollen wir deshalb einen Krieg führen, dass die nicht zu Deutschland kommen, wenn sie es selber wollen? Ne? Warum einen Krieg führen für, weiß ich nicht, für Eger, für Slawings, für Weidhofen? Ja? Wieso einen Krieg führen, wenn die sowieso zu Deutschland wollen? Bringt uns nichts. Und die, ne? Die Böhmen in der Mitte, ja, hat man geopfert, sozusagen. Naja, man hat ja eh, dann den Staat hat es ja weitergegeben, ne? Nur halt in kleinerer Version, ne? Ohne die sudetenländischen Gebiete, zumindest ein halbes Jahr. Ne? Und Hitler hat ja dann dieses Münchner Abkommen gebrochen, indem er auch in Prag einmarschiert ist im März 1939. Also seine Garantie hat er ein halbes Jahr später wieder gebrochen. Ne? Da war eigentlich dann für die Westmächte auch der Point of No Return. Ne? Da hat man gesehen, na, der will mehr, ne? Der will nicht nur die Deutschen heim ins Reich holen, sondern der will eigentlich viel mehr. Ne? Und bei Polen hat es ja dann eben schon... Dann war es allen klar, ne? dass es nicht... Das war ja dann schon aus. Ja. Ne? Da hat er ja auch zuerst mit der Masche, er will ja nur die Volksdeutschen zurückholen aus Polen ins Reich, ne? Danzig und so weiter. Also mit den Minderheiten kann man einiges anstellen. Kann man das mal so im Raum stehen. Wir überspringen jetzt die Jahre des Zweiten Weltkrieges. Die Menschen können sich bilden, wenn sie wissen wollen, was da los war. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt in groben Zügen. Springen wir mal nach 1948 jetzt. Mhm. Ja, dann haben wir einen schönen 100er-Sprung, weil da ist ja, der Krieg ist vorbei. Befreiung durch Russland erfolgt, die dann auch wieder in Weidhofen praktisch stehen. Ja. Und dann wird dieses Land, dann geht der Vorhang runter. Mhm. Und ich möchte schon, es ist erschütternd für mich, muss ich sagen, ich bin zwar jetzt schon älter, aber nicht so alt, dass ich, wenn ich mit jungen Menschen rede, kein Bewusstsein tatsächlich da ist dafür, wie Europa bis 1989 wirklich war, nämlich absolut geteilt. Als Kinder, du weißt es noch besser, du bist auch gewachsen, aber auch ich war dort als Kind und da war nichts. Da war aus. Es spricht doch mal ein bisschen über diese Entstehung des Eisernen Vorhangs. Mhm. Ja gut, die Voraussetzung des Eisernen Vorhangs war die Blockbildung in Europa nach 1945, dass sie eben die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs Europa aufgeteilt haben. Also auf der einen Seite Frankreich, England und Amerika, auf der anderen Seite die Sowjetunion, die sich diese Einflusssphären festgelegt haben und die dann auch brutal umgesetzt wurden, vor allem von der Sowjetunion natürlich. Ne? Die Tschechoslowakei war 1945 ein befreiter Staat, wieder ein Siegerstaat des Zweiten Weltkriegs. Kein besetztes Land, im Unterschied zu Österreich, also zwar von den sowjetischen Truppen eingenommen, die sind aber schon im November 1945 abgezogen, aber eigentlich auch der sowjetischen Einflusssphäre zugerechnet worden, teilweise selbst verschuldet, weil der damalige tschechoslowakische Präsident Beneš 1943 zu Stalin gefahren ist und mit ihm einen Bündnisvertrag abgeschlossen hat. Erstens einmal, weil er enttäuscht war von den Westmächten, was irgendwie verständlich ist, ne, die 1938 sitzen gelassen haben. Zweitens, weil er die Sudetendeutschen loswerden wollte. Und das alles ist nur gegangen mit der Bindung an Moskau. Wir bleiben mal kurz da. Du hast ein sehr wesentliches, wahrscheinlich das in den letzten 40 Jahren wesentlichste Buch über die Beneš-Dekrete geschrieben. Und wenn man sich viel in Tschechien aufhält, dann ist das dort auch noch ein Thema, interessant in Tschechien fernzusehen. Also Geschichte ist für mich, meiner Meinung nach, viel wichtiger. Ist ein Riesenthema dort im normalen Fernsehen, im Gegensatz zu Österreich. Also die sagen nicht, das war schon Knur, wir wollen nicht mehr drüber reden, sondern es ist ein ständiger Prozess der Beschäftigung. Aber ich glaube, wir kommen nicht damit darum herum zu sagen, okay, reden wir mal kurz über Otsu, die Vertreibung oder die Aussiedlung, je nachdem, in welcher Sprache man das macht, das müsste man, glaube ich, schon erwähnen. Ganz und kurz, wie du vor allem, und wie du vor allem auch dann das sozusagen auf tschechischer Seite erlebst, weil ich erlebe es größtenteils so, dass die meisten Menschen das wirklich auch von tschechischer Seite tatsächlich als ein Unglück sehen. Mhm. Ne? Gut, die Vertreibung war eigentlich die Folge der Politik der Zwischenkriegszeit, in dem Beneš, also Beneš, nicht nur er allein natürlich. Ja, ne? Aber er saß in London. Aber er war der Chef der Emigration. Ja. Er war Präsident, Exilpräsident, anerkannt von den Westmächten ab 1942.
Und er hat ganz kalkuliert. Er meint, die Sudetendeutschen, schon 80% haben für Hitler, für Henlein gestimmt. Also mit denen will ich nicht mehr. Ich will zwar ihr Land, auf das kann ich nicht verzichten. Das ist die Industrie, das ist Uran oben in Gablons. Das sind die wichtigen Bergwerke, aber ich will die Leute nicht mehr. Also muss ich irgendwie versuchen, die Leute loszuwerden. Und das ist ihm eben teilweise sehr verschlungenen Pfaden gelungen. Auch die Westmächte waren nicht so unglücklich, haben wir ja vorher schon gesagt. Die deutschen Minderheiten waren eigentlich ein Unruhestift in der Zwischenkriegszeit, wurden von Hitler benutzt, instrumentalisiert in all diesen Ländern. Also versuchen wir da reinen Tisch zu machen, wie es Churchill gesagt hat. Wir siedeln die nach Deutschland aus und dann wird er Ruhe sein, sozusagen. Jetzt haben wir auf gut waldviertlerisch gesagt. Und da ist natürlich, hat Benesch dann mit seiner Politik der kompletten Aussiedelung offene Türen eingerannt, bei Stalin sowieso, aber eben auch bei den Westmächten. Das Problem war, 1945 hat noch keine schriftliche Bestätigung gehabt. Ne? Amerikaner und Briten sind je früher, je näher man zu Kriegsende kommen, sind so skeptischer geworden und gesagt, naja gut, okay, jetzt kommen wir, aber wohin mit den Millionen Leuten? Deutschland ist kaputt, ist zerbombt, die verhungern. Ne? Also das muss man ein bisschen sachter angehen, sozusagen, ein bisschen gemäßigter. Aber in der Situation hat natürlich Benesch und hat die tschechoslowakische Regierung und Armee gesagt, nein, also wir müssen jetzt vollendete Tatsachen schaffen. Und haben versucht, von Mai an, also ab dem Tag des Kriegsendes an, haben sie die tschechoslowakische Armee in das Grenzgebiet geschickt mit dem Auftrag, so viel wie möglich Deutsche über die Grenze zu vertreiben nach Deutschland und Österreich, was ja dann auch geglückt ist. Also bis Mai, Juni sind schon mal 800.000 Leute über die Grenze vertrieben worden, auch ohne jede rechtliche Grundlage, also weder national noch internationale Grundlage. Und in Potsdam dann im August 1945, wo sie dann die Siegermächte wieder mal getroffen haben, die vier Vertreter der Siegermächte, also Stalin, Churchill, Roosevelt war es damals noch und Franzosen weiß ich jetzt nicht. Oh mein Gott, der General. Schwerer Schnitzer, der De Gaulle natürlich. De Gaulle war es, ja. Ich will den Historiker hier nicht vorgreifen. Natürlich, De Gaulle war ja damals ein französischer Staatspräsident und Führer der Exilarmee, als Führer der Exilarmee später Staatspräsident geworden. Die haben gemeint, Stalin hat gemeint, na schaut, liebe Westmächte, das ist ja eh schon im Gang, also was wollt ihr da jetzt noch großartig regeln, das passiert schon und wenn die da bleiben in Polen und Tschechoslowakei, werden sowieso abgemurkst von den eigenen Leuten, also das ist ja eigentlich eine Sicherungsmaßnahme auch für die Deutschen, dass man es jetzt da nach Deutschland abschieben und die Westmächte haben dann eben nur darauf gedrängt, dass man reinschreibt, es muss human und ordnungsgemäß erfolgen und es soll einen Stopp geben dieser wilden Vertreibungen, ne, im August. Am 2. August 1945 das berühmte Protokoll von Potsdam. Deutschland war damals kein Völkerrechtssubjekt, war nicht vertreten in Potsdam. Der alliierte Kontrollrat war der Träger der Macht in Deutschland, also wiederum die vier, also hat es keinen deutschen Vertreter gebraucht. Aber man hat verlangt, eben diesen Einstellung der wilden Vertreibung und dann die ordnungsgemäße und humane Durchführung. Die ist dann ab Jänner 1946 vonstatten gegangen, wo dann der Rest, also ca. 2 Millionen, dann noch nach Deutschland ausgesiedelt worden sind. Nicht mehr nach Österreich, weil Österreich war vom Potsdamer Protokoll nicht betroffen. Bleiben wir, also die ganze... Aber das, jetzt haben wir schon wieder eine andere... Aber die ganze Dramatik war eigentlich eine andere, glaube ich. Also noch kurz möchte ich erwähnt wissen, dass du ja auch... Die Geschichte ist so reich, das die Geschichte ist so wurscht, wir sehen uns wieder, wir setzen uns da 8 Stunden hin, wenn es interessiert, halt zuschauen, weil mich das eh schon verloren, sozusagen. Gespielt, ne? Also ich finde es schon wichtig, dass man immer wieder zurückschaut und diese Verknüpfungen nach vorn legt, um überhaupt zu begreifen, was die Probleme sind, weil der deutsche Nationalismus, den gibt es ja auch heute noch, nicht? Und das ist gerade diese Geschichte, wenn man sich anhört, was bei der AfD und so weiter los ist, ist das eine ganz wichtige Geschichte. Erwähnen wir aber, was die Vertreibungen betrifft, doch noch auch, was du beforscht hast, wie die Menschen in Österreich sozusagen empfangen wurden, weil man hat sich ja auch nicht so gefreut über die... Im Gegenteil, also es sind circa 160.000 Leute im Zuge dieser wilden Vertreibung im Mai, Juni 1945 nach Österreich gekommen, also konkret ins Waldviertel, Weinviertel und Mühlviertel, also die drei an die Tschechoslowakei angrenzenden Regionen. Jetzt muss man sich vorstellen, Österreich, was war Österreich damals? Ne? Wiederum am Boden, wie nach dem Ersten Weltkrieg, sogar noch besetzt, aufgeteilt in 4 Besatzungszonen, staatliche Verwaltung musste erst neu aufgebaut werden, wissen wir alles, oder sollte man zumindest wissen, also wir, unsere Generation, noch aus dem Portisch, aus dem Portisch-Dokus. Ne? Also zumindest
nicht sehr ideal. Jetzt kommen auf einmal 160.000 Leute, die noch weniger haben, nämlich gar nichts. Ne? Weil die sind tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden mit 30 Kilo von einer halben Stunde abmarschiert. Ja. Und 30 Kilo war was viel, meistens war es noch viel weniger. Ne? Und wir wollen keine Vertreibungssendung jetzt machen. Nein, stellen wir sich das einmal vor. Ne? Jetzt zwar 15 sind 100.000, na, sind mehr gekommen, aber die Österreich, Wohlstandsland. Ne? Also, und damals eigentlich die gleichen Debatten wie heute, ne? Wenn man sich das anschaut. Also erstens einmal, wir haben nichts. Ne? Was soll man machen mit den Leuten? Ne? Was zum Teil gestimmt hat natürlich. Ne? Zweitens, unsere Verwaltung schafft das nicht. Ne? Drittens, das sind lauter Nazis, mit denen wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Wir haben mit unseren eigenen Nationalsozialisten Probleme genug, wir brauchen jetzt nur 160.000 andere. Ne? Viertens, das sind ja Deutsche, die haben ja für Deutschland optiert, das heißt möglichst schnell nach Deutschland. Also die Politik der österreichischen Bundesregierung, der österreichischen Parteien war damals eindeutig, liebe Tschechen, wir haben vollstes Verständnis, wenn ihr diese Deutschen loswerden wollt. Das waren Nazis, die haben euren Staat zerstört, genauso wie unsere illegalen Nazis. Aber bitte schickt das nach Deutschland, nicht zu uns. Das haben wir auch ventiliert in Prag. Ne? Also grundsätzlich keine Kritik an der Vertreibung als solche, nur an der Richtung der Vertreibung. Man hätte sich gewünscht, dass die alle nach Deutschland kommen. Und die Politik Österreichs war auch dann, die Alliierten ständig anzujammern, dass sie die Deutschen, die nach Österreich gekommen sind, eben diese 160.000 doch möglichst rasch bitte wieder in Richtung Deutschland außer Land befördern sollten, was dann auch teilweise passiert ist. Circa 80.000 wurden dann über Melk, über das große Sammellager Melk, da wurde das ehemalige KZ Melk, die Außenstelle von Mauthausen, umgewandelt vom KZ zum Übergangslager für die Sudetendeutschen. Da hat man es gesammelt und hat es dann mit Zügen nach Deutschland abtransportiert, natürlich immer in Übereinstimmung mit den Besatzungsmächten, mit den Sowjets, vor allem auch die Sowjets wollten nicht, dass die Vertriebenen in Österreich bleiben, sondern dass sie weiter nach Deutschland abgeschoben werden. Das war die offizielle Politik. Eine andere Ebene war die Politik oder war das Verhalten der Bevölkerung. Das war damals schwankend wie immer, aber es hat sehr große Hilfsbereitschaft teilweise auch gegeben. Die Leute haben auf Bauernhöfen übernachtet, haben auf den Scheunen geschlafen. Also Frates, kennst du diesen kleinen Grenzort mit, glaube ich, weiß nicht, wie vielen lebenden Einwohnern? Heute jetzt noch vier. Vier lebenden Einwohnern, gigantisch. Damals vielleicht noch 40 Einwohnern, aber glaube ich 400 Flüchtlinge. Das muss man sich mal vorstellen. Und das war damals in jedem Grenzdorf so. Ne? Also 1:10 teilweise das Verhältnis. Ne? Bei keinster staatlicher Unterstützung. Das heißt, die Leute waren wirklich in ihrer existenziellen Überlebensfrage angewiesen auf die Hilfe der örtlichen Bevölkerung. Dass die denen Milch geben, dass die sie schlafen lassen, dass die ihnen Erdäpfel kochen, ganz primitiv. Ne? Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ne? Dann lass uns doch da bleiben, weil wir werden sowieso nicht mehr bis 68 kommen. Vielleicht in einem zweiten Teil, der mich sehr freuen würde. Lass uns doch mal bleiben und machen wir jetzt den, lass mich den Gürtel, die Schnalle zusammenbringen. Zentrum für Migrationsforschung, du bist der Historiker, der sich eben mit Minderheiten, mit den Verhältnissen von Staaten zu ihren Minderheiten extrem viel und im Detail beschäftigt hast. Wenn du dir das, worüber wir jetzt gesprochen haben, anschaust, nimm das und trag das mal nach heute, ins heutige Österreich. Welche Lehren kann man daraus ziehen? Hat das alles noch überhaupt irgendeine Bedeutung für uns oder ist das alles Geschichte, die man, wenn man sich dafür interessiert, sich anhört, aber ansonsten irrelevant ist? Die Frage habe ich erwartet und befürchtet, sozusagen, wo sind jetzt die Parallelen? Ja, nee, nicht unbedingt Parallelen, aber Lehren. Die Lehre war eigentlich also eher Parallele, ne? Dass wir 2015 auch ein gewisses Staatsversagen gehabt haben und dass die Zivilbevölkerung eingesprungen ist, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Viele haben das auch benutzt, um ihre alten Sachen einmal loszuwerden. Ne? Aber das ist vielleicht auch schon eine Parallele, ne? Dass hier, wenn der Staat versagt, muss die Zivilbevölkerung, die Zivilgesellschaft sozusagen einspringen. Da haben wir eine gewisse Parallele zwischen 45 und 2015. Was mich überrascht ist, was mich sehr überrascht hat bei meiner Forschung, ist, dass in den Medien damals, sowohl in den offiziellen als auch in den privaten, private gab es damals noch nicht viele 45, weil ja alles unter Zensur, der Zensur oblag, der Sowjets,
aber in den offiziellen Medien, auch BH, Amtsblatt, Weidhofmann, der Theier, sonst eine wahrscheinlich nicht wahnsinnig aufregende Lektüre. Aber es ist schon witzig oder interessant. Witzig ist das falsche Wort, es war für mich verbannt zu lesen, die gleichen Zuschreibungen an die Gekommenen wie 2015. Also quasi, die sind ja eigentlich gar keine Flüchtlinge, die sind ja, die müssen ja irgendwas angestellt haben, sonst hätten sie es da gar nicht vertrieben. Dann werden die Leute natürlich, dürfen sie nicht arbeiten, weil sie keine Arbeitsgenehmigung haben. Dann gibt es Beschwerden aus der Bevölkerung, dass die nur herumspazieren und nichts tun und sozusagen den Herrgott, den lieben Tag stehlen. Dann das nächste ist, dass sie sich zusammenrotten und so weiter. Also wirklich diese klassischen Zuschreibungen, die man gehabt hat, und 2015 wiederholen sie da. Das war für mich die große Lehre, war für mich, aha, das ist jetzt gar nicht so abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, sondern eher von der Situation, was und Leuten zugeschrieben wird, die da bleiben. Kommen. Das ist schräg, Stand, die, ja? haben Deutsch gesprochen. Die haren Deutsch gesprochen, die haben nicht nur Deutsch gesprochen, die haben unseren Dialekt gesprochen, die waren alle Katholiken, die haben alle den gleichen Dialekt gesprochen wie die Leute im Waldviertel und Weinviertel und stehen trotzdem unter Generalverdacht, dass sie Schmarotzer, Nichtstuer und Nazis sind, ne? Um es einmal überspitzt zu sagen, von Seiten des offiziellen Blickes auf sie. Ne? Das war für mich irgendwie interessant, das hätte ich mir so nicht erwartet. Sonst tue ich mir schwer mit den Parallelen, weil wie du gesagt hast, die haben komplett andere Voraussetzungen mitgebracht. Die haben zwar nichts gehabt, aber die Integrationsvoraussetzungen waren doch etwas einfacher, ne? Als heute, weil die Leute eben gleiche Sprache, gleiche Konfession, gleicher Bildungsstand, gleiche soziale Herkunft. Also man hat sie integriert und hat das... Man hat sie dann notgedrungen integriert. Ja, also man hat gesehen, zuerst eben die Politik des Weiterschickens, so, dann hat man gesehen, man kann gewisse Leute auch brauchen in der Landwirtschaft. Die Ernte ist gerade angestanden, die Hofbesitzer waren teilweise noch im Krieg, teilweise gefallen. Also da hat man es eingesetzt und dann auch in der Industrie. Also man hat sie wirklich integriert, ja. Man hat sie integriert, ja. Mit Hürden. Also die Hürden waren die gleichen, wie sie heute sind. Also es war nicht so einfach zu studieren zum Beispiel, als nicht. Sie waren staatenlos. Ne? Als Staatenlose haben sie zum Beispiel dreifache Studiengebühren gezahlt. Die ärztlichen Abschlüsse der Chaos Uni Prag sind nicht anerkannt worden, lauter so Geschichten. Ne? Da hat sie ausgewirkt, teilweise bis zu den Pensionszahlungen später. Also das sind alles höchst diffizile Prozesse, die dann weiterwirken, ne? Auf arbeits- und sozialrechtlicher Hinsicht. Also doch Parallelen. Dann natürlich auch die Sache, dass man dann gesagt hat, naja, schau, die Leute werden auch quasi, die verkaufen sich zu billig. Ne? Also die unterbieten den unser Preis. Lohnniveau, die unterbieten den Preis, also da auch eine gewisse Parallele zu 2015. Ne? Ich bin froh, dass das hier hineingerutscht ist, doch, was Relevanz hat eben heute. Jetzt du hast am Anfang, wir haben das Gespräch begonnen, du hast gesagt, wir haben ein neutrales Verhältnis zu Tschechien. Die Leute fahren zwar immer mehr rüber, wir kennen uns noch nicht sehr, aber es gibt keine großen Konflikte. Die Benesch-Geschichte ist in dieser Generation auch schon abgeschwächt. Zum Schluss sozusagen, was würdest du dir wünschen, auch da in dem Sinne, dass ich wirklich das Gefühl habe, würden wir unsere Nachbarn besser kennen, wäre diese gesamte Europa-Idee anders aufgestellt. Mit all deinem historischen Wissen, wie siehst du diese Zukunft? Ist sie positiv? Schaffen wir das? Heben wir das? Oder sind wir voneinander noch immer zu weit entfernt, um keinen wirklichen Grund zu haben, zusammenzuarbeiten? Weil das mit der Migration ist ja auch einer der großen Stolpersteine jetzt, nicht? Also wenn die Tschechen niemanden nehmen wollen und wir haben, also du weißt, was ich meine. Was glaubst du, kann man proaktiv tun, damit das überbrückt wird jetzt? Im Verhältnis Österreich-Tschechien. Ja, anhand des Verhältnisses Tschechien-Österreich-Tschechien. Puh. Naja, schwierige Frage. Persönliche, du, ja, als jemand, der... Weißt du, als Historiker tut man es immer leicht, man redet über was schon war, ne? Das tut man sich leicht in die Vergangenheit. Also man Ratschläge sagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt. In die Vergangenheit, ja. Ratschläge, ja, zu erteilen, ist es einfacher als in die Zukunft. Ne? History doesn't repeat, it rhymes. Ja, ja. Reime mal. Also was würdest du, naja, du als Grenzgänger, du bist ja, wir sind ja seit über... Ja, in mehrer Hinsicht. Ja, wir gehen ja da hin und her. Was würdest du dir wünschen, dass man tut, oder was glaubst du, also sollte man tun? Könnte man tun? Ich glaube, man kann gar nicht so viel tun. Es ist, glaube ich, auch eine irrige Vorstellung,
der 90er Jahre, es war eine ziemlich naive oder auch natürlich freundschaftliche und sehr hoffnungsvolle Vorstellung, dass man da jetzt die große Versöhnungsaktion startet. Ich glaube, das normale Miteinander leben und arbeiten und alles mögliche andere, was im Menschen drinnen ist, zu tun, wäre schon das Maximum, was man tun kann. Was man wirklich vielleicht proaktiv tun könnte, und da sind wir eh bei einer Geschichte, die du auch schon oft angedacht hast und teilweise jetzt auch verwirklicht, ist, unsere Medienlandschaft endet noch immer an der Staatsgrenze. Das heißt, wenn ich ein lokales Blatt anschaue in Slavonice, dann erfahre ich nichts über das, was in Waidhofen passiert und vice versa. Also da finde ich noch eine ganz große Informationsgap, den man wirklich schließen könnte. Und das gilt für alle Länder. Das gilt wahrscheinlich für alle Länder. Ich weiß jetzt nur für Österreich, Tschechien, dass es da noch immer ein riesen Informationsdefizit gibt. Ne? Dass das leider noch immer an der Staatsgrenze endet, auch jetzt auf zwischenstaatlicher Ebene. Also wenn in Deutschland der Ministerpräsident stürzt, ist das ZIP eine Spitzenmeldung. Wir wissen kaum was von der Prager Politik und die Tschechen wissen auch mehr, aber auch sehr wenig über die aktuelle österreichische Politik. Also man weiß ja oft nicht, ob das ein Vorteil ist oder nicht, wenn man nicht so viel weiß. Ja. Ne? Aber da besteht sicher Nachholbedarf, den man auch sozusagen von öffentlicher Hand oder von öffentlicher Hand, von europäischer Hand fördern könnte. Also europäische Medien, die sich zumindest dafür interessieren, dass sich die Nachbarn kennenlernen. Ja. Sonst glaube ich, ist das normale Zusammenleben eigentlich die normalste Form der Begegnung. Ich habe auch keine grenzüberschreitenden Programme mit Oberösterreich, ne? Obwohl ich auch sehr wenig nur weiß, was sie im Freistaat tut, verstehst du mich ja. Aber da finde ich eigentlich, ist man irgendwo an die Grenze auch gestoßen dann, ne? Anfang der 2000er Jahre, ne? Mit diesen ganzen von oben initiierten Aktionen, das war halt... Wenn das Fördergeld weg ist, ist alles weg. Genau, ne? Und das war halt oft mit wenig Nachhaltigkeit, wie gesagt. Ne? Dann baut man ein Zentrum, nach 5 Jahren sperrt man es zu, dann baut man das nächste. Ne? Also jeder hat sich natürlich drauf gestürzt, aus verschiedensten Motiven, zuerst aus idealistischen, dann natürlich auch aus ganz normalen. Ne? Also jeder braucht einen Job, ne? Warum nicht in dieser Arbeit? Ne? Aber irgendwie ist das an den Grenzen gestoßen. In diesem Sinne. Aber wir haben offene Grenzen. Medien, also wir haben steht offene niemand, Grenzen. Es gibt, steht jedem frei, ja. über die Grenze zu tun und zu lassen, was immer er will. Ne? Also man könnte initiieren, Medien machen. Sozusagen. Das würde ich vorschlagen, ja. Und natürlich auch die gemeinsame Geschichte. Was mich dazu führt, das schon noch zu erwähnen, bitte, das möchte ich jetzt schon noch erwähnen, ich sage dir danke einmal. Der Niklas Berzi arbeitet in einem Team, mit einem Historiker-Team, einem tschechisch-österreichischen, momentan noch, ist kurz vor der Fertigstellung, an einem gemeinsamen Geschichtsbuch Tschechien-Österreich. Über das 19. und 20. Über das 19. und 20. Jahrhundert. Also man kann's, das heißt, in den Schulen dann gibt es nicht mehr... Auch in den Buchhandlungen. Auch in den Buchhandlungen. Das möchte ich doch man erwähnen. Man kann weiterlesen als bis 1948. Also wir kommen weiter, weil man mehr den Platz Rest, haben. Zu dem wir nicht gekommen sind. Wir haben 750 Seiten und da haben wir nur eine Stunde gehabt. Der Rest, sind ja nur zu bis dem wir nicht den kommen. Den Rest leider nachlesen. Ja, bitte nachlesen. Ich würde mich freuen, wenn du mal wiederkommst. Gerne. Und ich danke allen, die es bis hier geschafft haben. Ich hoffe, es war ein bisschen Hirnfutter, Brainfood, und bleibt dabei und nicht zum Denken aufhören. Und danke, bis zum nächsten Mal. Dobry večer. Idealism prevails. Make the world a better place.